Leute, was geht ab? Vlog wieder mit Coach Mo. Die Sparringsphase ist noch lange nicht zu Ende. Die Jungs haben noch die komplette Woche Sparring und ihr seid wieder mit live dabei. Wie ist die Verfassung von Hovik und Ilias? Beide Fighter sind in einer sehr guten Verfassung. Gott sei Dank ist es natürlich immer wieder wichtig bei einer Vorbereitung, dass die verletzungsfrei und problemlos verläuft. Und das ist tatsächlich der Fall. Ich bin äußerst zufrieden mit allen beiden. Die Jungs geben alles. Beide haben einen wichtigen Kampf. Ilias, wie gesagt, wird auf einer Top-Rank-Veranstaltung in Italien boxen, einen ungeschlagenen Monegassen. Aber auch für Hovik wird es in Wien am 15. Oktober kein Spaziergang. Haben denn beide das Potenzial, internationale Spitze zu kämpfen? Definitiv. Angefangen bei Ilias Khalilouche, das ist mein kleiner marokkanischer Maidaner. Er ist physisch unheimlich stark. Seine Rechte, das ist wirklich wie so ein Radar, findet immer das Kinn. Und seine Hände sind sehr, sehr hart für seine Gewichtsklasse. Ich habe selten in diesen unteren Gewichtsklassen so einen schlagstarken Mann gesehen. Und er ist noch lange nicht ausgereift mit seinen jungen 21 Jahren. Natürlich muss er boxerisch noch viel lernen, damit er hier, wenn er das Video sieht, auch auf dem Boden bleibt, auf dem Boden der Tatsachen, muss noch ganz, ganz viel lernen. In vielen Situationen ist er noch ein bisschen zu hektisch etc. pp. Allerdings ist das völlig normal, sonst bräuchte er auch keinen Trainer. Mit Hugo Mitgliff hat er einen wirklich guten Gegner, der ein sehr starker Amateur auch war, ja, und wirklich in Monaco hoch gehypt wird. Wir wissen, dass es kein Spaziergang wird. Wir sind mindsetmäßig bestens vorbereitet. Aber der nächste Step muss kommen und ich stehe überhaupt nicht auf diese künstlichen Kampfrekorde. 18 Kämpfe, 18 Siege, 16 durch Knockout, bist irgendwie bei Boxrec auf 500 gerankt und hast nur irgendwie halbtotes Fallobst geboxt. Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Die Tatsache oder das beweist, dass wir wachsen wollen, dass wir hoch wollen, indem wir uns gegen gute Gegner stellen und keinen Bogen um ungeschlagene Leute machen und irgendetwas künstlich nach vorne aufbauen. Was Hovik Gregorian aus Wien angeht, mit dem ich jetzt seit 3 Wochen arbeite, bin ich äußerst zufrieden und auch ganz zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Er hat einen sehr offensiven Stil, ist unheimlich dynamisch und explosiv und wie man so schön im Amerikanischen sagt, Speed Skills, ja, das hast du oder hast du nicht. Entweder hast du den Speed oder hast du nicht. Man kann das wirklich nur minimal trainieren. Er hat bisher noch nie mit einem richtigen Profitrainer zusammengearbeitet, deswegen ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben und das Training mit ihm bereitet mir Spaß. Insgeheim stehe ich so ein bisschen auf den offensiven Stil, den er führt und ich freue mich. Ich freue mich insgesamt auf meine Truppe. Ich bin stolz auf meine Gruppe und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass sowohl Ilias Khalilouche, wenn der auf mich hört, nur wenn du auf mich hörst, und Hovik Gregorian international oben mitboxen können. Aber eins ist Fakt, dass Coach Mo alles menschenmöglich daran tun wird, ja, dass beide natürlich Weltmeister werden. So, Ilias, wie fühlst du dich? Ich fühle mich super. Das ist die härteste Vorbereitung, die ich jemals hier gemacht habe. Jeden Tag, zweimal am Tag trainiert. Die Sparringspartner sind stark, die kommen hierher, die kämpfen um Leben und Tod. Das ist das, was wir brauchen. Und am 14.10. müssen wir krachen, sonst habe ich ein Problem mit Mo. Versuch seine Schläge zu sehen und zu slippen, ja? Zeit! Und wieder, jawohl, langer Jab. Jawohl. Jab, Jab. Bleib beim Jab, bleib beim Jab. Ja.
Zeit. Wie gesagt, du musst differenzieren. Mir geht es nicht um die Härte. Mir geht es um diese Halbherzkeil. Du machst oft immer so. Du machst dreimal so und dann kriegst du den Jab. Du machst dreimal so. Irgendwie so deutest du an. Ne? Das kannst du einmal andeuten. Boom, Jab. Auch lassen, wenn er schlägt, mal Schritt zurück und direkt wieder rein. Nicht alles so, ne? Du bleibst vorne, du bestimmst die Ringmitte, aber lass auch mal aus. Weißt du, lass ihn ruhig mal daneben schlagen. Nicht alles auf deine Deckung, weil geht immer ein bisschen durch, weißt du? Minimal. Ein, zwei, tatak. Nochmal ein, zwei. Okay, danke dir, danke euch. Leute, die Vorbereitung geht zu Ende. Es waren harte 3 Wochen. Heute zum Abschluss nochmal 8 Runden Sparring. Ich bin körperlich in einer guten Verfassung. Natürlich 3 harte Wochen, es war immer ein paar Tage Regeneration, damit sich der Körper gut erholt. Damit ich am 15.10. zeigen kann, wie gut die Vorbereitung war. Bei Signal geht's los. Here we go. Nicht reinstürzen. Jawohl. Wieder mit Jab aufbauen. Jawohl, nah bleiben. Ja. In Bewegung bleiben. Wenn du drinnen bist, in Bewegung bleiben, oben, oben rum. Ne? Hier musst du mitschlagen, ne? Sehen. Und die Mitte. Tempo. Immer wieder unten, oben, gerade auch, ne? Links oben, rechts unten, umgekehrt auch. Atmen, tief atmen. Jawohl, atmen. Jawohl, wieder zur Ringmitte. Nicht so wegdrücken lassen, jawohl, nicht so wegdrücken lassen. Ja, genau. 2. Runde kommt Spurt, ne? Auch mit rechts in den Angriff rein, ne? Auch mit rechts in den Angriff reinschlagen, ne? Atmen, Bewegung bleiben oben rum. Zeit! Noch eine Übersicht, nicht nur einfach schlagen. Ja? Jab zum Körper, immer wieder. Lass er nicht raus, unten, oben. Ja? Zu wenig Variabilität in der Hinsicht. Eine Jab oben, rechte gerade unten. Wie wir bei dem Pratzen machen. Ja? Jab unten, rechts oben. Dann mal eine Finte. Warum keine Finten? Keine einzige Finte in 2 Runden. Mal mit rechts alleine, ne, dass er sich ein bisschen. Das geht alles über links bei dir. Okay? Tief Luft holen. Ne? Nur meiden oder Doppeldeckung. Fäuste geschlossen, nicht so verkrampft. Lass die Rechte mitwirken. Jawohl, Führungsschlag, nochmal. Innen. Von innen nach außen.
Jawohl, immer wieder eine Antwort. Zeit, danke Serhat. Gut. Enes, Meres, macht mal Serhat hier die Sachen auf, bitte. Versuche dich die fünfte Runde jetzt, ne, ein bisschen auszuholen. Ja? Dass du wieder bei Kräften kommst. Ja? Dass du dich nicht überpaced, weil er frisch ist. Ne? Schön bewegen, nicht treffen lassen. Ja? Und ein bisschen sparsamer mit deinen Schlägen umgehen jetzt. Schneid ihn den Weg ab. Wenn er nach links geht, schneid ihn den Weg ab. Ohne zu überstürzen. Ohne zu überstürzen. Jawohl, siehst du? Sehr gut. Sehr gut. Innen, innen, innen. Jawohl. Abschneiden. Jawohl. Innen, innen. Nein, stört mich nicht. Schattenboxen, Hanna, Enes, Schattenboxen, hier in dem engen Raum. Antwort. Jawohl, siehst du, wenn du Jab schlägst? Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Jawohl, und nochmal der Jab. Und Jab, komm. Hopp, jawohl, sehr schön. Nochmal. Und nochmal. Ja, ja, wenn er fertig ist. Jawohl, und hier, komm. Rechte, jawohl. Und wieder du. Wieder du, komm. Zeit. Danke, André. Gut. Ich hoffe, dass euch die actionreiche Sparringsphase viel Spaß bereitet. Drückt uns die Daumen für den bevorstehenden Wettkampf. Alles Gute, Video teilen, ballert in die Kommentare. Und für die, die noch kein Abo dagelassen haben, Abo dalassen.